Moment. Ey, hier ist gar nichts auszufinden. So, S ist 7, O ist 3 und N ist 2. 7, 3, 2. Sieben, drei und die zwei. Lol, ey. Na gut, na gut. Diese Dreckscherben. Oder Glassplitter halt. So, können wir da lang? Natürlich nicht. Also immer schön die Scherben umgehen. Das sieht interessant aus. Und das sieht auch interessant aus. Egal, gehen wir einfach mal da lang. Ach, das ist der Raum, in den ich gerade reingeschaut habe. Ist hier irgendwas drin, was Wichtiges? Ja. Nein. Aha, owned. Hahaha. Ja, auf die Scherze hier fall ich nicht mehr rein. Auf die Tricks hier. Was liegt denn hier Schönes? Ach du Scheiß. Oh. Puh. Also Leute, ich lese mir das so durch. Ihr könnt euch das gerne so durchlesen. Ich werde das hier einmal durchlaufen lassen. Moment, langsamer. So. Das geht gar nicht langsamer. Da stoppt euch einfach das Video, alles klar. Alter, klingt das herbe. Was heißt klingt? Das ist herbe. So, na dann. Das sieht nach einer interessanten Tür aus. Aber, ja, ich laufe direkt wieder über die scheiß Scherben. Das ist zu. Okay. Na dann. Aufzug, Knopf. Oh, scheiße, blutig gefällt mir nicht. Eine Krücke, unsere erste Waffe. Wie nice. Ja, hast du gut bemerkt. Was steht denn da? Irgendwas, was ich nicht lesen kann. Na geil. He put me in for a dime, kid. I guess you're taking up his debt. Wie greift man überhaupt an? Das wurde mir gar nicht erklärt. Scheiße. Ja, genau. Und er bekommt einfach mal so eine Waffe. Ey, das ist unfair. Wie schlag ich überhaupt zu? Scheiße. Lol. Ich kann gar nicht zuschlagen. Nö, ich hau mal lieber ab. Was ist das denn? Ja, eine Sicherungskarte. Cool. Ey, das ist voll unfair. Was soll ich denn da machen? Ey, ich weiß nicht, wie ich zuschlag. Hier tue ich es nicht? Nein, da nicht. Ey, ich schlage nirgendwo zu. Ach, hä? Lol. Mit Quicktime Events, wie geil ist das denn? Ja, wie geil ist das denn? Mit Quicktime-Events zuschlagen. Ey, das ist Traum bei so einem Spiel. Unnötiges Sterben. Wird somit vermieden. Gefällt mir. Aber dazu gibt es nicht mal ein Tutorial. Finde ich, was ich ein bisschen überkrass finde. Moment, was hat das gerade gemacht? Das hat irgendwas in Gang gesetzt. Lol, da passe ich mal wieder nicht auf. Cool. Starke Sache. Das war's auf jeden Fall nicht. Das war irgendwas unten, ne? Ach, wir haben gar keine Lampe. Ach, das war die Tür. Natürlich. Hätte ja irgendwie klar sein müssen. Ey, das Spiel ist derbe geil. So, Leute, aber hier verabschiede ich mich von euch. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufgenommen habe, aber es dürfte reichen für, ja, 3 Tage oder sowas.
Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das Spiel derbe geil. Mir gefällt es richtig gut. Ja, ich würde sagen. Obwohl. Ich spiele einfach noch eine Runde. Was haben wir denn? Wir haben ein. Boah, schon 22 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob man bei Checkpoints wieder starten kann. Oh, das ist ein Schloss. Na dann. 30 Sekunden habe ich Zeit. Wie soll der? Muss das alles auf 0 kommen oder auf was muss das kommen? Ach nee, ich nehme an, das muss alles in eine Reihenfolge kommen. Keine Ahnung, was ich machen muss. Ey, WTF? Ach Moment, das... Ach das... Mit Reihenfolge lag ich gar nicht so falsch. Ich hätte da 1, 2, 3 und 4 mal reinbringen müssen. Weil hier ist so ein Lautstärke... Also, es sieht zumindest so aus wie Lautstärkeregler. Es fängt ganz klein an, also bei 1 und wird ganz groß und geht bis zu 4. Ja, fail. So, also erstes Opfer, was wir nicht retten konnten. Schade, Mann. Ich hätte es gern gerettet, aber irgendwie... ging mir das zu schnell. WTF? Follow the rules. Hier muss irgendwas sein, was mir einen Hinweis auf die Zahl gibt. Och Mann, ey. Wenn ich könnte, würde ich das jetzt nochmal neu probieren. Wirklich, meistens, wenn ich so wenig Zeit habe, tippe ich einfach irgendwas rum, so lange, bis es klappt. Und meistens klappt es dann halt nicht. Hier ist nichts. Okay. What the fuck? Ach, da stand was von den Riegeln. Ach, durchsehen. 3054. Ey, lol. 3054. So. Nawohl. Nawohl. Ja, eigentlich jawohl, aber wuff, ist scheißegal. Ich rede schon wieder voll viel Mist. Oh! Den hab ich gar nicht gesehen. Oh, fuck. Oh, scheiße, kann ich gar nicht hinschauen. Rote Vorhänge gefällt mir nicht. Ich mag zwar rote Haare, aber keine roten Vorhänge. Alter. Ah, genau da, wo es am meisten schmerzt. Der Stacheldraht tut auch gar nicht weh. Nee, überhaupt nicht. So. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wie ich das auf dem PC spiele, weil PC spielen würde, weil den ersten Teil gab es ja auf dem PC. Das heißt, wir sind im Raum, in dem der Typ hier gerade explodiert ist. Anrufbeantworter. Na gut, wenn das so ein Drecksack ist. Aber gut, es ist das Gleiche, kommt keiner hin, der nichts gemacht hat. Mal wieder ein Kombinationsschloss. Moment, da ist schon was eingegeben.
Was natürlich nicht geht. Ja, ich würde jetzt gerne mal wieder das speichern. Kann ich da runter? Jawohl, schön. Vielleicht gibt es hier unten ja irgendwie was zum Speichern. Oh! Oh! Ja, gut. Oh, fuck. Blöd, wenn man nicht zieht. Oh, das war ein One-Hit, wie es aussieht. Und man kann die Waffe nur einmal benutzen, was... Na, ein bisschen blöd ist. Ah, ja, war Gesundheitsinjektion. So, hätten wir wieder was. Ja, kann ich ja nicht vorlesen. Allison Carey, ich habe Geschichten gehört, wie sie sich zum Detective hochgeschlafen haben soll. Aber das ist alles wahrscheinlich nur Geschwätz. Umwerfend ist sie jedenfalls. Sie scheint intelligent genug zu sein. Vielleicht ein wenig zu flirtig mit den Arbeitskollegen. Ihre Akte sagt, dass sie schon ein paar Mal beim FBI beworben hat. Aber sie habe sich darauf nicht bei ihr gemeldet. Boah, ich kann gerade so unglaublich gut lesen, oder? Ihre Akte sagt, dass sie sich schon ein paar Mal beim FBI beworben hat, aber sie haben sich darauf nicht bei ihr gemeldet. Vielleicht sollten wir sie als mögliche undichte Stelle beobachten. Teammitglied Carey. Irgendwann habe ich immer Probleme damit, Texte zu lesen, die ich über... wie easy war das denn? Die ich... Ja, keine Ahnung, über das Spiel lese. Vielleicht geht es ja irgendjemand auch so. Benötige Schlüssel, alles klar. Ich benötige jetzt aber erstmal einen Speicherpunkt. Okay. Die Plätze hier sind ein bisschen verwirrend. Ich kann ja auch einfach nachsehen. 820, alles klar. 8, 2 und die 0. Habe ich irgendwas vergessen? 8, 2, 8, 1, 2, 0. 8, 1, 2 und die 0. Schön. Waffenkoffer. Oh, ich will... Da ist aber gar keine Waffe drin. Wie unnötig ist das denn? Ah. Ich habe irgendwie... diesen... hier... Oh Gott. Den Schlagstock mit den Schrauben drin total übersehen. Mit den Nägeln drin. Den... ja, Nägelschlagstock. Weil ich hatte irgendwie eine Pistole erwartet. Oh, 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 oh! Okay, das war's mit uns. Fuck. Wo hat das denn gespeichert? Dieser Raum kann entweder deine Zufluchtsstätte sein oder dein Grab. Jigsaw Saw 5. Du glaubst, es ist vorbei, aber die Spiele haben gerade erst begonnen. Jigsaw Saw 4. Wie viele Saw-Teile gibt es eigentlich schon? Ich glaube 6. Aber ich bin mir nicht sicher. Mal schauen, wo ich gespawnt werde. Denn ich würde jetzt wirklich langsam gerne mal meinen Part beenden, denn ich habe immer so ein Problem, dass meine Eltern relativ früh ins Bett gehen. Boah, und ich dann nicht mehr laut reden kann. Also im Prinzip sehr ungeeignet, um Let's Plays aufzunehmen. Untersuchen Sie den Grund für den... Toll. Aha. Gleich so weit hinten. Na dann, Leute, würde ich sagen... Ich sehe euch hier das nächste Mal wieder, also nicht hier, ein bisschen weiter hinten. Also, macht's gut.